Heute machen wir endlich mal wieder einen Sample-Samstag. Wer hätte es gedacht? Wir haben uns ein paar neue Konzepte überlegt und wollen jetzt auch wieder alte, mehr oder weniger, wiederbeleben. Ich hoffe, wir kriegen das so weit hin, wie wir es uns vorstellen. Manchmal kommt halt doch das Leben dazwischen. Aber heute auf jeden Fall Sample-Samstag, den wir jetzt drehen. Und zwar haben wir uns heute überlegt, wir vergleichen zwei 18er-Abfüllungen, die gerne so grundsätzlich miteinander verglichen werden. Also ich finde, auch wenn sie eigentlich von der Reifung her nochmal ein bisschen anders sind und grundsätzlich anders schmecken, ich vergleiche gerne Glenlivet und Glenfiddich, weil das beides eigentlich in der 12er-Version super Einsteiger-Whiskys sind. Preislich gut, geschmacklich gut, mild, auf Englisch sagt man approachable, also man kann gut was rausriechen, nicht zu komplex. Und da haben wir jetzt hier die 18er, da haben wir tatsächlich noch ein Sample des Glenlivet 18 von Bernd. Da möchten wir uns jetzt auch Stück für Stück an diese Sachen und Samples machen. Und dann haben wir tatsächlich einen mit leicht sich auflösenden Korken, wie wir gerade traurigerweise feststellen mussten, einen 18er Small Batch Reserve Glenfiddich. Und werden da jetzt mal schauen, also ne, mein links, euer rechts und Steffis links, euer rechts ist der Glenlivet und die anderen sind Glenfiddich. Genau. Dann würde ich sagen, fangen wir mit Glenlivet an, oder? Und schauen einfach mal, was wir da rauskriegen und dann vergleichen wir nachher. Und ja, ich muss sagen, wir haben jetzt nicht viel Infos. Ich weiß, der ist mit 40% abgefüllt. Bei dem weiß ich es tatsächlich gerade nicht. Mal schauen, was wir von der Nase her sagen. Ich werde es dann einblenden. Im Moment bei der Verkostung wissen wir aber weder, was er kostet, noch wie viel Prozent da drin sind, noch sonst irgendwelche Hintergründe. Wir haben jetzt gesagt, wir gehen da so blind wie möglich ran und schauen mal, was wir so rauskriegen. Genau, was wir anrosen und Schmecken. erschmecken. Ertasten. 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 Dann haben wir mal die Nose und das Klos. Oha. Also ich finde, vom Alkohol ist dann so ein 46% anzusiedeln. Meines. Ich würde sagen maximal. Ja, also Ja. zwischen 40 und 46% irgendwo dazwischen. Ja. Weiß ich nicht, gar nicht. Also wird also gut, also es, einen kleinen Biss hast du, aber hört sich da an. Ich weiß jetzt nicht. Ich bin mir gerade unsicher. Das Erste, was ich jetzt gerade überlege, ist, wie der wohl gereift wurde. Ich weiß nicht. Ich kriege da so ein bisschen so Fruchtnoten raus, ob ich dem eine reine Bourbon-Fassreifung Sondern sagen würde oder ob da vielleicht auch frische Eiche dabei war. leichte Leimnote habe ich, das stimmt. Also. Doch, ich gehe auf Birkenfass. Rein oder auch frische Eiche dazu? Also ich würde jetzt nicht auf Sherry oder Port oder so Nein, gehen. das definitiv nicht. Da sind die Nuancen gar nicht da von Ja, dem. genau. Ich könnte mir Mix vorstellen, aber ich gehe vom. Nee, ich gehe vom Mix aus. Mix, ja. Weil Bourbon und frische Eiche. der Bourbon, die Leimnote ist nicht so extrem stark. Ja gut, es ist ja trotzdem kein Bourbon. Es wäre Nein, ja nein, dann nein, nur eine nein. Das, ja, Bourbon-Reifung. aber ja, trotzdem habe ich schon welche gehabt. Da war die Leimnote schon ziemlich extrem. Ziemlich extrem im Vordergrund, dass ich selber Schwierigkeiten hatte, vorbeizunosen, um andere Gerüche und Nuancen aufzufangen. Also ich finde, ich kriege auch recht gute Holznoten. Also klar, er ist 18 Jahre alt, aber ich finde, das wirkt für mich schon so, als wäre da vielleicht auch ein bisschen frische Eiche mit drin. Okay. Einfach weil da ein stärkeres Holz da ist. Bin gespannt, ob es geschmacklich auch so ist. Ansonsten finde ich, hat es keinen so hellfruchtigen Geruch, sondern es ist ein warmer Geruch. Ja. Warm und weich. Ja, ich finde auch, dass er sehr recht weich ist, dass er nicht herb im Antritt ist. Süßlich, ja, definitiv süß. So ein bisschen Honig. Und ich finde, also vom Geruch her erwarte ich jetzt fast so eine leichte, und das finde ich interessant, weil ich das jetzt so nicht gedacht hätte. Vom Geruch her habe ich so in der Nase so das Gefühl, als könnte es auf der Zunge wachsig werden. Oha. Wachsig und ölig oder ölig. Also
Also Laufnase sind top. Ich könnte, ja, ich glaube, das könnte schon, möglich, ne? Das könnte schon hinkommen. Ich finde, der sieht jetzt aber farblich auch nicht aus wie eine irgendwie Port Sherry, was auch immer. Nein, also nein. Ich glaube, da sind wir uns schon recht einig. Ich krieg schon, also ich habe schon so ein bisschen tatsächlich. Was ist das? Das ist irgendeine Birne. Eine Birne? Ja. Ich habe es gerade überlegt, es ist was Hellfruchtiges. Ich habe jetzt versucht, das irgendwie so eine vollreife, fast schon matschig süße Birne. Ich gehe weg vom Birken. Ich gehe weg vom Birken und bin beim. Ich bin bei anderen Pass. Nicht Sherry. Moskatel oder sowas. Was? Ja. Das ist ganz verrückt. Ich bin nicht beim Sherry-Fass. Ich bin. Kriegst du aber Traube, oder? Ich kriege ziemlich, was ziemlich hochlig ist. Aber ich kann es nicht genau greifen. Aber dass diese Frucht ist definitiv. Es ist schon. Ja, es ist eine. Also Birne, aber irgendwie auch so, ich weiß nicht. Weil es fehlt mir die Leimnote komplett. Litchi? Das könnte auch sein. So ein bisschen blumige Frucht? Weiß ich nicht, schwer zu sagen. Ich würde sagen, gehen wir mal an den geschwind und dann probieren wir. Oder wollen wir zuerst probieren? Wir können erst probieren und dann gucken wir den anderen. Okay. Also Slanche. Slanche. Also ich bin nach wie vor bei der frischen Eiche. Teilweise. Also ich krieg schon gut Holz. Oder vielleicht, ich weiß nicht, First Fill Bourbon könnte auch sein, dass da noch Holznoten entsprechend da sind. Ich würde jetzt nicht auf irgendwas Muscatel Sherry oder so gehen. Ich kriege auf jeden Fall schöne Holzwürze. Also das ist jetzt sehr, sehr... Alkohol würde ich jetzt 43% oder so schätzen. Ich finde den für 46 fast nicht stark genug, aber zu stark für 40. Ich gehe 45. 45% und ich glaube nicht, dass da Bourbon mit drin ist. Ich glaube, dass das ein reines Eichenfass ist. Kein ehemaliges Bourbonfass? Nein, glaube ich nicht. Ich habe zu viel Frucht drin. Naja, das ist ja nur ein Fass, in dem Bourbon lag. Es ist ja kein Bourbon, der mit reingemischt wurde per se. Okay. Das ist meine Meinung. Okay. Ich habe da viel zu viel Tannine drin. Von dem kräftigen Holz. Muss ich sagen. Bedenke das Alter noch. 18 Jahre sind schon eine Hausnummer auch. Aber ja, ich kriege jetzt noch so ein bisschen bitter Schokolade, Kaffee, so in die Richtung ein bisschen. Okay. Tatsächlich. Ich finde, er roch jetzt süßer, als er geschmeckt hat. Also auch beim zweiten Schluck, dieser süße Birnengeruch, den ich hatte, habe ich jetzt so nicht unbedingt auf der Zunge, sondern eher was etwas Herberes. Ich fand ihn auch, ich hätte ihn mir weicher vorgestellt, er ist ziemlich herb. Also er ist herber, wie er eigentlich mir in der Nase gerochen hat. Genau, ganz ehrlich genau, sagen. Also finde ich auch. Er ist herber im Antritt, was ihm auch gut steht, muss ich sagen. Okay. Ja. Schauen wir mal, was der Glenfiddich macht. Ha? Da bin ich jetzt gespannt. Weil dann, wenn wir jetzt im Vergleich, da haben wir ja einige Daten da. Von daher. Genau, da wissen wir, dass er 40% hat. Aha. Ah ja, ich finde, da rieche ich jetzt schon tatsächlich den 12er Glenfiddich raus. Diese Basis-Notes. Also ich bin bei dem auf jeden Fall bei 45. Der hat mir mehr Biss als der. Aber, ach so, ja. Jetzt, ich dachte gerade, du zeigst auf die Flaschen. Da steht nicht. Doch 40. Ja. Der hat... Bei dem würde ich jetzt vielleicht auf ein bisschen Sherry tippen von der Nase her. Also auf jeden Fall blumiger, fruchtiger. Heller. Heller trifft es auch gut. Trifft es auch sehr gut.
strahlt eigentlich schon eine Weichheit aus. Eine Weichheit. Und ölig ist er, schau mal. Wow. Oh. Mhm. Wow. Ja. Also ich bin ja kein großer Fan geschmacklich vom 12er Glenfiddich. Zumindest bisher immer gewesen. Man weiß ja nie, es kann sich ja mit jeder Verkostung eigentlich verändern. Aber der riecht jetzt eigentlich schon sehr angenehm malzig. Hat aber, wie ich finde, auch so diesen, diese, die finde ich beim 12er auch, vielleicht würde ich das jetzt, doch, ich glaube, ich würde es trotzdem riechen. So ein bisschen Weißweinnoten. Okay. So vom Gefühl her. Das ist das, was wir beim 12er Glenfiddich, hattest du das, glaube ich, meiner Meinung nach auch, so diesen Kopfweh-Moment. Ah, den kriege ich hier ein bisschen, aber nicht so stark, wie ich ihn jetzt beim 12er kriege. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Also das, also da habe ich nicht, also wenn das so war, dann habe ich den hier nicht. Mhm. Ansonsten riecht er doch recht verhalten. Ich meine 40%, ne? Das. Ich finde, ja, er riecht schon ein wenig einladend. Mhm. Komm, probier mich, aber er will dir nicht suggerieren, dass er mehr ist, wie er es ist. Okay. Ne? Das stimmt. Sollen wir probieren? Ja, also ich glaube nicht, dass es sonderlich komplex ist. Nein, das Gefühl habe ich auch, aber ich bin sehr gespannt, was er jetzt sagt. Gut, dann. Slanche. Ich lasse dich jetzt zuerst sprechen, bevor ich sage, was ich dazu denke. Oh, ist das unheimlich trocken. Ja. Also könnte man schon. Alter, ist das trocken. Also man könnte. Liegt das am Korken? Ich glaube nicht. Nein. So viel Korken ist da nicht drin und dran gelandet. Also ich glaube nicht, dass der Korken jetzt wirklich was ausgemacht hat. Warum ist das so trocken? Boah. Ich tippe nach wie vor auf irgendwas Sherry-mäßiges. Das könnte schon sein, dass da was Weiniges drin ist, weil Wein ist oft sehr trocken. Genau, also das ist für mich auch so dieses typische 12er Glenfiddich, auch so das Gefühl, wie gesagt, nicht ganz so stark. Ich finde, da ist mehr Holz da, was ja bei einem 6 Jahre älteren auch zu erwarten ist. Sollte. Genau, ich finde ihn definitiv, soweit ich mich erinnern kann, angenehmer als den 12er zum Trinken. Ich finde, aber gleichzeitig ist er herber als der 18er Glenlivet jetzt war. Also für die 40%, finde ich, bringt der ziemlich viel Geschmack und Würze und auch ein langes Finish auf die Zunge. Ja, das stimmt. Also das fand ich ungleichzeitig wirklich süß und weich. So im ersten Moment fand ich den gerade, habe ich gedacht, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und dann kam erst das Herbe. Ja, das Herbe, das kam wirklich danach, das stimmt. Mhm. Man hat so eine Weichheit gehabt, so eine schmeichelnde Wärme. Und dann kam ein bisschen mit Antritt was nach. Mhm. Muss man sagen. Er ist weich, aber er ist trocken, er zieht ordentlich, er hat die Tannine. Ich finde aber, er hat tatsächlich diesen für mich dieses, das, was mir am 12er eigentlich auch schon nicht so schmeckt. Dieses etwas herbere Weißweingefühl, also helle Trauben, wie auch immer man das beschreiben will, in dem Moment schwer zu sagen. Aber das ist das, was der hat, wobei ohne diesen Kopfweh-Moment, den ich beim 12er habe. Ja, das habe ich vom Losen oder vom Trinken ja nicht. Mir gefällt er gar nicht vom Aufbau. Diese Trockenheit, das zieht mich weg. Ja, also ich weiß, dass man über Glenfiddich 12, ich bin mir gerade nicht sicher, ob man das grundsätzlich über Glenfiddich so sagt, aber über den 12er sagt man eigentlich, am Anfang mag man ihn, weil er gut approachable ist, also man gut ran kann und damit arbeiten kann, auch als Anfänger. Dann sagt man, das ist so eine Reise, mag man ihn eine ganze Zeit lang nicht mehr, weil er eben nicht sehr komplex und nicht sehr spannend ist. Okay. Und dann weiß man ihn wieder zu schätzen, weil er halt gleichbleibend ist. Also weil die es schaffen, die Qualität und den Geschmack aufrechtzuerhalten über ihre ganzen Batches hinweg. Also wenn man Glenfiddich kauft, zumindest den 12er, wie gesagt, sind die schon sehr darauf bedacht, dass wirklich jeder Flascheninhalt gleich schmeckt. Ah. Und das ist natürlich auch eine Kunst. Ja, natürlich, also, das ist ein gleichbleibenden Whisky zu zaubern, ist halt schon. Ja.
Also ich würde ihn jetzt definitiv nicht wegkippen. Nein. Ich finde ihn lecker süffig, aber wenn ich die Wahl habe, dann trinke ich definitiv lieber den. Definitiv. Also für mich ist der auch raus. Also der ist mir einfach vom Mundgefühl einfach nicht verwöhnend genug. Ja. Der hat mich eher mehr abgeholt, muss ich sagen. Der kleine wird Finde 8. ich auch. Also der ist geschmacklich mehr meins, ansprechender. Ist natürlich die Frage, ob der vielleicht auch mehr Alkohol hat und deswegen der Geschmack stärker da ist. Können wir jetzt so nicht sagen, aber rein jetzt von dem, was wir hier probiert haben, Ist es, wie es ist. ist das mein Favorit. Vielleicht kann ich eventuell gleich noch einblenden, falls wir unsere Meinung ändern sollten, wenn wir jetzt den Preis und so weiter dann erfahren haben. Aber grundsätzlich ist der 18er auf jeden Fall ein, ja, ich glaube, eine gute Entwicklung. Also nicht ganz den Anfänger, weil er ist halt etwas älter und etwas komplexer, aber trotzdem ein guter zweiter Schritt, nachdem er halt mit den Anfängersachen durch ist. Er hat nicht, meiner Meinung nach, nicht diese komplexen Finishes oder so, sondern ist gerade heraus einfach ein leckerer, weicher, nicht rauchiger Single Malt. Ja, Chapeau, da kann ich nur mich anschließen, als jetzt selber noch zu philosophieren. Okay, gut. Dann würde ich sagen, schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch dieses Format gefällt, dann spätestens jetzt bitte Daumen hoch und Kommentar, falls ihr was dazu zu sagen habt, die selber schon mal verglichen habt, andere Vergleiche sehen wollt. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns spätestens beim nächsten Sempe Samstag. Zwinker. Ciao, ciao. Aber wenn ich die Wahl habe, dann trinke ich definitiv lieber den.